Herzlich willkommen zu unserer Adventssendung. Der Ocker Weinstraße hat für Sie ein Adventsspecial vorbereitet. Dieses kommt ab jetzt jeden Adventssonntag um 14 Uhr und an Heiligabend um 19.30 Uhr. Herzlich willkommen auf dem Haslocher Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter, liebe Zuschauer. Denken Sie über Weihnachtsmarkt jetzt? Wir hatten ja 2 Jahre Pause gehabt und ja, also ich fand es immer schade, dass alles ausgefallen ist wegen Corona und finde es toll, dass man jetzt wieder mit den Menschen zusammenkommen kann. Ja gut, die Vorbereitungen, wir waren schon freudig, dass das nicht als Großveranstaltung gilt, dass alle Leute wieder ohne irgendwelche Einschränkungen den Weihnachtsmarkt besuchen können. Und wir waren gestern schon überrascht, dass so gut der Weihnachtsmarkt besucht war und wir sind heute noch freudiger, dass wir das ganze Gefühl zumindest subjektiv auch wieder steigern konnten, sodass auch wieder Stimmung aufkommt. Das Wetter ist gut, wenn das hält, vielleicht noch ein bisschen Schnee dazu, dann ist alles wunderbar. Es ist mal wieder was Tolles, man kommt wieder raus, man kann wieder Neues sehen, man trifft wieder Menschen und es wird nur eingesperrt. Also ich muss sagen, Weihnachten ohne Weihnachtsmarkt ist für mich kein Weihnachten. Die Gemeinde Hasloch konnte natürlich auch nichts dafür, die Corona-Auflagen waren so, wie sie waren. Man sieht hier Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Es kommt weihnachtliche Stimmung auf. Ich meine, da hinten habe ich ja auch Kollegen, wo einen Stand haben. Und man kommt einfach immer zu schönen Gesprächen. Das ist echt gut, ja. Was bedeutet Weihnachten für Sie? Also für Familie, Zusammenhalt, Weihnachten. Das ist für mich sehr wichtig, dass ich mit der Familie zusammenkomme. Ja. Tatsächlich, früher, als ich noch klein war, war das halt viel Geschenke. Ne? Jetzt mittlerweile verdiene ich mein eigenes Geld, deswegen kann ich mir die Sachen selbst kaufen, die ich will. Aber mittlerweile, ne, die ganze Familie verstreut sich mit der Zeit und Weihnachten ist so das Fest im Jahr, wo einfach alle zusammenkommen und man einfach mal so ein bisschen abschalten kann. Ja. Ist das Fest der Liebe und der Familie für mich? Weihnachten bedeutet für mich ein Fest der Familie, Zusammenhalt und einfach Freude. Ja. Liebe Zuschauer, jetzt gehen wir ins Heimatmuseum und da ist eine Ausstellung, zwar Krippen und Weihnachtliches. Wir machen zurzeit eine Sonderausstellung. Weihnachten, eine Krippe und sonst hier weihnachtlichen Dinge, die vielleicht für die Menschen auch interessant sein können. Es sind in der Regel lauter selbst hergestellte Dinge. Es gibt natürlich auch einige Exponate, die gekauft sind, vor allen Dingen kleine Teile, die schwierig herzustellen sind. Was größere Teile sind, sind alle handgeschnitzt. Erst mache ich mal die Gebäude, dann kommt dazu die Landschaft und dann bestelle ich mir die Krippenfiguren mitunter. Wenn sie kleine Figuren, die kann ich nicht selbst schnitzen, die hole ich mir dann in Südtirol. Das ist Styropor. Das wird dann mit Schlemmkreide bzw. Alabastergips werden dann die Landschaft gestaltet. Und dann kommt da normalerweise Sand oder Steine drauf und Moos. Und die Figur, die Sachen sind dann gedrechselt bzw. beschnitzt. Und sonst für weihnachtlichen Dinge. Ich war dann bei ihm gewesen, habe mir das Ganze angeschaut
Und wir haben dann beschlossen, dass wir hier im Bildsaal eine Ausstellung machen über weihnachtlichen Dinge. Und wir haben jetzt leider schon zweimal absagen müssen. Gott sei Dank klappt es dieses Jahr. Das ist der dritte Anlauf. Corona hat vieles halt stillgelegt. Unsere Ausstellung ist heute noch bis 17 Uhr geöffnet, dann am 1. und 2. Advent. Und für Kinder haben wir noch mal zusätzlich am 28. und 29. Das ist der Montag und der Dienstag. Da können Kindergartengruppen bzw. Schulgruppen können uns besuchen. Wir haben bereits schon einige Anmeldungen, sodass wir sehr optimistisch sind, dass vielleicht noch mehrere kommen. Wir waren auf dem Haslocher Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter und haben die Leute gefragt, wie sie den Weihnachtsmarkt nach 2 Jahren Pause so finden. Es ist sehr schön, es hat sich meiner Meinung nach ein bisschen verändert. Also es gibt weniger von den Buden. Aber ich finde, es ist immer noch sehr schön. Also natürlich die ganzen Lichter, es ist eine wunderschöne Atmosphäre mit der Musik im Hintergrund. Es hat einfach, ja, es ist einfach immer ein schönes weihnachtliches Gefühl. Und ich finde jetzt gerade, wenn dann ab morgen der erste Advent losgeht, ist es eine gute Einleitung von der Weihnachtszeit. Ja, ich komme aus Venezuela und es ist eigentlich mein erster Weihnachtsmarkt hier in Hasloch. Und ich bin wirklich wie überrascht. Ich habe es nicht erwartet, dass es so schön wäre eigentlich. Aber das ist so schön, das hätte ich nie geglaubt. Ja, die Stimmung ist eigentlich gut, finde ich. Ich finde bloß, dass ein bisschen wenig Handwerker da sind. Also sehr viel Glühwein und Essenstände und nicht so viel Handwerker. Schön, wunderschön. Man merkt, dass die Leute das genießen. Das haben Sie am meisten vermisst. Die Geselligkeit, so, alles so ein bisschen zu genießen, das Vorweihnachtliche. Also eigentlich das Essen. Also ich meine, Dampfnudeln und so ist jetzt nicht so eine Sache, die man aller Tage kriegt. Und das ist eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt immer schön. Deswegen stehen wir jetzt auch gerade hier. Ja, also ich bin aus Hasloch ursprünglich, tatsächlich aus der Region. Und ich sag mal, nach 2 Jahren den Weihnachtsmarkt wieder zu haben, ist sehr schön. Den halben Meter Bratwurst haben wir gerade gegessen. Und da gehen wir jedes Mal, wenn wir hier sind, gehen wir dahin und essen einen halben Meter Bratwurst. Hervorragend. Da stärken wir uns immer, wenn wir kommen, zuerst die Bratwurst. Und dann gibt es dann hier Glühwein. Alles klar. Passt gut. Ich bin auch froh, dass der Weihnachtsmarkt wieder so gut besucht ist. Und es ist ganz toll, dass so viele Leute da sind und dass wir alle gesund und glücklich feiern. Und ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest. Ja, das war etwas schade, aber jetzt, wo er ist, tut man genießen. Es ist jetzt schon der zweite Abend hier und die Atmosphäre ist gut. Ja. Kontakte haben gefehlt von den Leuten, von der Besucher hier. Es kommen halt viele Leute, die fragen über das Drechsler, über das Handwerk. Das hat echt gefehlt, 2 Jahre.